Trotzdem, Leute, wieder zurück, Gemeinde, und willkommen zum zweiten Video zu Dishonored Teil 1. Vorweg eine kleine Information, die ich im ersten Video wieder vergessen habe. Und zwar, bevor die Story beginnt, hat das Kaiserreich schon ein Problem. Und zwar eine Rattenplage, eine Seuche durch eine Rattenplage. Also wir haben quasi die Pest in der Stadt. Diese Ratten haben eine gewisse Intelligenz und die sind auch sehr aggressiv. Also wir haben erstens verseuchte Menschen, die ihren Verstand verloren haben und Leute angreifen. Wir haben die Ratten, die Personen angreifen, und wir haben die feindlichen Soldaten, die angreifen. Das sind so die Gegnerarten. Gut. Na, ich habe den Doppelsprung ja noch gar nicht. Haha. Wie wir hier schon sehen, Movement, wir haben so ein bisschen kleines Parcoursystem. Oh ja. Kommen wir zur Bewaffnung. Wir haben zuallererst einmal in der rechten Hand das Schwert. Das ist unsere Hauptwaffe. Das können wir auch nicht aus der Hand weglegen, außer natürlich, wir nehmen alle Waffen raus, aber die hat man immer. Sobald man eine Waffe draußen hat, hat man das Schwert immer in der Hand. Dann haben wir links die Sekundärwaffe. Beginnend mit dem Revolver bekommen wir relativ früh in der Story die Armbrust. Diese hat normale Bolzen, Betäubungsbolzen, von denen ich hier aktuell keine mehr habe, und Brandbolzen. Also Explosivbolzen eigentlich. Das sind dann halt so verschiedene Möglichkeiten, die wir haben, um Gegner auszuschalten. Dann haben wir Handgranaten, die wir übrigens gezielt klicken lassen können. Wir haben Sprengminen, die von uns selbst nicht ausgelöst werden, aber sobald ein Gegner in die unmittelbare Umgebung kommt, sprengt es die. Ups. Und dann haben wir das Herz. Das Herz ist eine Art Sonarsystem. Wir sehen hier Rune, Knochenartefakt. Das Zeug hängt mit den magischen Aspekten dieses Spiels zusammen. Und zwar haben wir hier noch Spezialfähigkeiten. Nachtsicht und Teleportieren. Wenn wir hier zu Kräfte gehen, haben wir hier die Runen. Die sammeln wir hier ein und mit denen bezahlen wir hier quasi die Kräfte. Wir können die Nachtsicht verbessern, das Teleportieren, können wir verbessern. Da gibt es noch ganz andere Fähigkeiten. Zum Beispiel Beherrschung. Erlaubt die kurzzeitige Übernahme von Tieren. Habe ich bisher einmal verwendet. Und hierzu muss man sagen, man übernimmt nicht einfach nur das Tier, man schlüpft in das Tier. Kann dann mit dem Tier herumlaufen, und dort, wo diese Fähigkeit sich auflöst, taucht auch Corvo wieder auf. Also es ist nicht so, dass Corvo an einer Stelle bleibt. Man kann mit dem Tier auskundschaften, dann hebt sich die Fähigkeit auf, dann ist man wieder da, wo man angefangen hat. Sondern es ist auch eine Art Teleportation. Das ist wichtig dazu zu sagen. Stufe 2 habe ich noch nicht ausprobiert. Zeit verlangsamen. Tödlicher Schwarm. Hier kann man selbst einen Rattenschwarm beschwören, der Gegner angreift. Ich weiß nicht, ob man ihn lenken kann oder ob er einfach alles in der Umgebung angreift. Da ich ja eher versucht habe, Stealthy in das Spiel durchzuspielen, habe ich keine so tödliche Fähigkeit ausgewählt. Ja. Und so halt. Das sind also Unterstützungsfähigkeiten hauptsächlich, die wir haben. Und vor allem das Teleportieren ist eine echt coole Angelegenheit. Das lerne ich jetzt an der Stelle auch noch, die bessere Version. So. Dann haben wir noch die Knochenartefakte, die geben uns passive Bonis. Beispiel: Wenn du aus Brunnen trinkst, regeneriert sich ein kleiner Teil deiner Gesundheit. Oder du gewinnst Schwertduelle häufiger. Oder weiße Ratten greifen dich nicht an. Und so weiter und so fort. Kannst länger unter Wasser tauchen, blablabla. Man hat hier eine begrenzte Anzahl an passiven Fähigkeiten, die man nutzen kann. Die hier ist gar nicht mal schlecht. Da habe ich tatsächlich so gemacht, den hier raus und den hier rein.
Weil das tatsächlich viel interessanter ist. Die Rattenschwärme greifen einfach allgemein sehr viel weniger an. Bei dem hier. Egal, da wo es jetzt ist, Freund der weißen Ratte. Die weißen Ratten greifen zwar nicht an, aber die machen meistens nur irgendwie 10% des Rattenschwarms an. Der Rest des Rattenschwarms greift aber an. Hier umgehst du die meisten Rattenschwärme. Ist, glaube ich, ein bisschen effizienter. Ja, und das wären soweit die Fähigkeiten, die wir haben. Dann haben wir jeweils Möglichkeiten, halt wirklich die Gegner alle zu töten. Oder sie Stealth auszuschalten. Ich guck grad mal. Wie wir an einem dran sind. Soll ich es dir zeigen? Willst du, dass ich meinen Job verliere? Hau ab! Zack! Ich da draußen. Das ist hoffentlich kein Scherz. Okay, ich glaube, sie haben uns hinwerfen gehört. Ich finde dich. Bring mich nicht dazu, die Stadtwache zu rufen. Das ist halt auch eine der Fähigkeiten. Er muss hier irgendwo sein. Ja, so kann man. Überall nachsehen. Oh, das sind zwei. Das ist uncool. Ja, halt, wenn man hinten dran ist und sie noch nicht entdeckt haben, kann man sie bewusstlos würgen. Oder man könnte sie hinten dran gehen und Stealth töten. Das geht auch. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Okay, wo bist du? Oh nein! Bitte helf mir! So die Waffen! Ich weiß, dass du hier bist. Ja, jetzt kommen wir hier noch kurz auf Steuerung über Phantom. Ein Ausweichen haben wir nicht. Wir können nur kontern. So sieht so der Kampf aus. Hilfe! So sieht das aus, wenn man sie steppt. Ich habe leider keine Betäubungspfeile. Schade. Was war? Oh nein! Hilft mir! Du kannst dich nicht. Jetzt habe ich dich! Aha. Umzingelt ihn! Eine Woche Whisky für ihn tötet! Ah ja, aber was man kann? Sliden. Sliden kann man noch. Das vergesse ich gerne. Zack. Und das sind eigentlich so alle Waffen und Fähigkeiten, die man in diesem Spiel zur Verfügung hat. Haben wir hier ein paar Ratten. Die kann man auch. Das sind noch zu wenige, die greifen nicht an, weil sie zu wenig sind. Die Schwärme greifen erst an ab einer gewissen Größe. Die kann man auch alle töten. Wenn man was isst, heilt man sich ein bisschen. Man hat aber auch so Heilviolen für Leben und die Magie. Ja. Gut, ich denke, an Waffenfähigkeiten wäre das alles gewesen. Damit verabschiede ich mich von diesem Video. Wir sehen uns noch im dritten Video wieder, im Gameplay-Video. Also, ich verabschiede mich. Wir sehen uns. Bis denne. Und tschö. Mit Ö.